Indie-RPG-Maker-Spiel No One Lives in Heaven mit dem deutschen Synchronsprecher von Samuel L. Jackson. Das ist cool. Ist das so ein kleines Projekt? Hat der da unentgeltlich mitgemacht oder so? Weißt du das? Weil es gibt ja durchaus RPG-Maker-Spiele, die echt relativ aufwendig produziert sind und mit denen auch wirklich Geld verdient wird. Oder wo zumindest auch wirklich Geld dahinter ist. Wie zum Beispiel To the Moon. Also das ist jetzt nicht super, super aufwendig, aber das war super erfolgreich. Verhältnismäßig natürlich. War jetzt nicht so, ne, das ist jetzt kein Call of Duty. Und bei Ubisoft geht es mir eben ganz ähnlich. Der Uplay-Pass, der wäre für mich auch nicht wirklich lohnenswert, weil bei Ubisoft wüsste ich auch nicht, was das letzte Spiel war, das ich mal gespielt habe. Ich habe Assassin's Creed Origins gespielt, aber nur, weil das in irgendeinem Bundle oder so drin war. Das hätte ich mir so nicht gekauft. Und ansonsten... Aber ich bin gespannt auf dieses, wie heißt es, Immortal Phoenix Rising Dingens Kirchenspiel. Das sieht interessant aus zumindest. Ich glaube bestimmt nicht, dass das ein Superhit wird, aber das könnte wirklich ein netter Zelda-Klon sein. Das ist meine Erwartungshaltung zumindest. Ein ganz netter Zelda-Klon. Schauen wir mal. Und da ich ein großer Fan von dieser Wild-like Open-World-Formel bin, die Breath of the Wild eingeführt hat, schaue ich mir das definitiv an. Außer die Tests sind jetzt irgendwie super katastrophal. Aber ich meine, die ersten Stimmen sind gemischt, aber selbst die negativen Stimmen sagen, es ist ein uninspirierter, billiger Zelda-Klon oder Breath of the Wild-Klon, aber das ist immer noch besser wie kein Breath of the Wild-Klon, finde ich. Und die positiven Stimmen sagen eben, ja, hier hat sich Ubisoft quasi sehr viel Positives von Breath of the Wild abgeguckt und ihre eigene Ubisoft-Formel damit deutlich verbessert. Na, bin auf jeden Fall gespannt. So, alle bis auf ein. Jetzt bin ich ein bisschen, jetzt weiß ich gerade gar nicht, was los ist. Weil ehrlich gesagt ist der letzte da hinten gleich, ne? Und das, jetzt frage ich mich, warum habe ich... einen übersehen beim letzten Mal, weil... Hä? Aber gut. Der war nicht mal versteckt jetzt oder so. Also ich meine, keine Ahnung. So, alle gereinigt. Muss ich jetzt noch was machen? Die Zeit ist stehen geblieben. Soll ich mal zurück zum Bürgermeister? Ich weiß gar nicht, ob der Bürgermeister ist. Ich glaube schon. Ja, ist auch nicht so wichtig. War nur so eine Idee. Ach ja, ich weiß noch, damals hat ja Vampire's Dawn den RPG-Maker in Deutschland bekannt gemacht. Das sagt mir auch nichts. Hab damals selbst damit gearbeitet, obwohl ich damals noch kaum Englisch konnte. Ja, wir haben früher auch in meiner alten Clique so ein ganz, ganz kleines RPG gemacht, wo wir uns und so die Leute aus unserem Jugendtreff quasi so eingebaut haben. Der RPG Maker ist schon ganz cool. In der Einpfütze waren zwei. Wahrscheinlich eben einen davon nicht rausgeholt. Doch da, wo zwei drin waren, habe ich beide rausgeholt. Das haben dann auch beide Ponöpel rausstehen. Keine Ahnung, aber wahrscheinlich war irgendwo ein kleiner Fleck zu wenig weggeputzt. Das ist wahrscheinlich... Daran wird es wahrscheinlich liegen. So! Ich hoffe, wir können jetzt hier Phantom Mario jagen und das könnte dann das letzte Phantom Mario Level sein. Oh, Milan, danke fürs Followen übrigens. Ich sehe das jetzt erst. Sorry, viel zu spät.
hat gar nicht Little Ding gemacht bei mir. Ich muss, glaube ich, mal schnell meinen Desktop-Sound ein bisschen lauter drehen. Sonst höre ich es nicht. Ich bin heute wieder ganz schön überbelichtet, ne? Mario Magana dreht durch. Na dann. Holen wir uns den. Und zwar so ein bisschen von der Vorgeschichte von Final Fantasy VIII inspiriert. Es ging um die Hexenkriege, aus denen ja später wohl Esther hervorging. Wir Leute sind in letzter Zeit buggy gefühlt. Na, das kann auch sein, das weiß ich nicht. Lieber überbelichtet als unterbelichtet. Genau. Wo ist Mario Magana? Ich habe nicht aufgepasst. Ah ja, da steht er eh. Sehr gut. Ah! Oh! Seit wann hat der Feuerbeine? Mario, jetzt stell dich nicht so an. Ich glaube, ich bin zu dicht hinter ihm. Das ist echt immer blöd. Wenn man zu nah an ihm dran ist, dann sprüht man über ihn drüber. So, jetzt haben wir ihn. Das vergesse ich dir nicht. Na dann. Oh, something strange is happening. Dann springt er ins Wasser. Wenn ich ihn ein bisschen beträufel mit ein paar Tröpfchen aus meinem Wasserwerfer, dann stirbt er gleich halb. Aber jetzt springt er wieder ins Wasser. Das macht überhaupt keinen Sinn. Da haben wir es. So prophetisch war Mario Sunshine damals schon. Schnell jetzt. Puh. So, Wasser tanken. Auch wenn wir gar nicht so viel verbraucht haben. Was auch immer das ist, aufstampfen. Ein extra Leben. Und jetzt heißt es Boot fahren. Na dann. Warte mal, das Boot verhält sich genau. Arrivederci. Arrivederci. Konterintuitiv, finde ich.
Naja. Von den... Achso, warte mal. Die Thermoskanne hält den Tee im Winter warm und den Eistee im Sommer kalt. Woher aber kennt sie die Jahreszeiten? In den Spielen auf der All-Stars Collection fühlt sich ausgerechnet Sunshine am schlechtesten beim Spielen an. Es ist das Spiel der drei, das ich am wenigsten gespielt habe. Und auch das, bei dem ich am schnellsten wieder aufhöre zu spielen. Ja, ich finde auch. Genau. Genau, da haben wir auch schon unsere Kritikpunkte oder unsere Analysen, unsere möglichen Gründe, warum sich das einfach nicht so gut anfühlt, haben wir schon in vorherigen Streams. Jetzt sterbe ich gleich. Ausführlich besprochen. Ich muss mich konzentrieren, leider. Vor dem Boot hätten die schon irgendwie so ein Respawn Point machen können. Oh Gott, ich muss die Düse noch nehmen. Gut. So viel dazu, dass ich mich konzentrieren muss. Jetzt schnell, Mario. Wir haben ein blödes Timing. Oh, der Fisch auch noch. Okay, die Passage ist eigentlich gar nicht so schwer. Und ich schätze mal, mit dem Boot muss ich mir jetzt einfach echt ein bisschen Zeit lassen, dann geht das schon. Und dran denken, es fährt, wenn ich jetzt, muss ich so, genau, okay, ja. Kriegen wir schon hin. Also ich, wenn man rudert, macht es Sinn, aber wenn ich Wasser raussprühe, dann ergibt es doch keinen Sinn, dass das in die Richtung fährt, wo ich hinsprühe. Oder? Ich meine, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Aber das kommt mir nicht richtig vor. Also warte, da lang. Nein, geht's nicht. Jetzt geht's kaputt, oder? Ah, ein bisschen angebeckt und schon ist es vorbei. Genau, das finde ich auch, dieser geduckte nach vorne Hechtsprung, der fehlt auch einfach sehr. Der nimmt einfach dem Movement schon eine ganz wichtige Komponente weg. Aber eben auch dieses Jetpack nimmt das Tempo irgendwie raus und zerstört auch diese Kompaktheit des Level-Designs bei älteren oder auch den anderen überhaupt Mario-Spielen, wo das Moveset halt einfach sehr einen gewissen Rahmen an Möglichkeiten einem zur Verfügung stellen. Und das hebt das Jetpack einfach auf. Es gibt einem mehr Bewegungsfreiheit und somit auch weniger konkretes Level-Design. Das ist irgendwie nicht gut. Aber Mai. Die haben es versucht. Ich meine wirklich, ich finde es ja eigentlich gut, dass Nintendo wirklich versucht, bei jedem Teil, und selbst wenn es ein Mario Party ist, also teilweise zumindest, neue Ideen umzusetzen. Das ist ja eigentlich gut. Nur manchmal gehen die Ideen halt einfach in die Hose und dann würde man sich einfach gern halt more of the same wünschen. Manchmal halt bei so einem Mario Sunshine denkt man sich halt dann an Mario 64 2 wäre mir halt lieber gewesen. Aber gut, dafür machen die dann halt wieder auch Sachen, die einfach total crazy sind. Total innovativ und cool. Und dann passt's. Also so gleicht sich's wieder aus. Für jede echt schlechte Idee, die Spiele schlechter machen, haben sie halt zwei gute Ideen, die echt super innovativ sind und Spaß machen.
Oh, das war so knapp. Ich hab Angst. Ah, shit. Jetzt passiert mir genau das wieder. Ich habe in die falsche Richtung gelenkt, versehentlich. Das schaffen wir schon, Mario. Bleib cool. Schiff, was machst du denn jetzt? Da lang bitte. Karamba, das war jetzt einfach voll Blindflug. So. Muss ich irgendwie Stampfattacken machen hier außen oder sowas in der Art? Nee. Müssen hier vielleicht Bomben einschlagen? Muss ich die leicht verfärbten Bomben ansprühen? Oh. What the hell am I doing? Das frage ich mich gerade. Meinst du, wie das anatomisch überhaupt funktionieren würde? Und künstliche Befruchtung. Mario, ich weiß nicht, was wir hier tun müssen. Dreck weg, gib mir einen Tipp. Da gibt es doch sonst immer nutzlose Tipps. Jetzt gib mir mal einen nützlichen Tipp. Das ist es auch nicht, na gut. Aber in der Mario-Welt bringt ja sowieso der Storch die Kinder. Das ist ja alles. Das weiß man nicht genau, wie, woher der Storch das dann weiß und so. Der kommt schon, wenn ich so stampfe, dann wankt er ein bisschen, der Bowser. Aber was bringt mir das? Ich check's nicht. Hi, Mr. Hawkeye! Yeah.
dass das richtig ist. Peach? Peach, was sagst du zu dem Thema eigentlich? Das ist so ein Feuersymbol. Was soll mir das... Es funktioniert also doch. Ich dachte, das habe ich schon mal versucht und da ging es nicht. Oh Gott, ich muss nur wieder rechtzeitig. Oh Gott. Nein. Okay, jetzt weiß ich wenigstens, wie es geht. Ich muss wirklich einfach nur eine Mega. Ich war wahrscheinlich beim ersten Versuch einfach nicht ganz hoch genug oder so. Komisch. Aber gut, okay. Ah. Och, come on, habt ihr das gesehen, bitteschön? Kann man vielleicht mal so einen Bosskampf ohne Bugs machen? Ohne, dass man auf dem Boden durchglitscht? Also wirklich. Und das ist mir eben auch aufgefallen, wo wir dabei sind, warum Mario Sunshine irgendwie nicht so gut ist wie die anderen. Vielleicht hatte ich nur Pech, ich weiß es nicht. Aber ich hatte mein Playthrough von Sunshine jetzt echt viele komische durch den Boden durchglitsch-Sachen, die es in anderen Teilen irgendwie gar nicht gibt. Also, das ist wirklich so ganz untypisch Nintendo und Mario, dass es so komische Glitches gibt. Und so viele irgendwie hier jetzt. Ständig. Das nervt mich schon auch ein bisschen. Na komm. Wody, wody, pody, das war knapp. Oh oh, das geht nicht gut aus. Ah, 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 okay. Okay, gehen wir in die andere Richtung. Ist okay. Damn it. Das war so knapp. Ich dachte schon, es wäre vorbei. Nein, Bowser. Das konntest du jetzt nicht machen. Jetzt komm schon. Es ist schon ein bisschen bekloppt, was hier passiert, oder? War's das schon? War das schon der Bosskampf? Ich glaube schon, ne? Sieht so aus. Ich glaube, da kommt nichts mehr. Ende! Ich bin erleuchtet. Warum bin ich denn heute so super überbeleuchtet, ey? Ich verstehe das immer gar nicht. Ich habe da hinten immer meine Lampe, die mich passiv anleuchtet. Ich habe in der Kameraeinstellung nichts verändert. Ich weiß nicht. Das ist komisch. Vielleicht scheine ich heute. Vielleicht bin ich ein bisschen radioaktiv. Oh oh. Der Dreck weg ist tot. Ja, und dann eben dieses Einbauen von so einer Story in Mario-Spiel. Das ist noch so das i-Tüpfelchen an Weirdness irgendwie, oder? Warum? Und jetzt... Was? Jetzt stirbt der Roboter Dreck weg und das ist ganz dramatisch und Bowser Jr. dachte irgendwie, dass Peach die Mutter ist und was soll das alles überhaupt?
dass Mario verurteilt wird auch und so, es ist alles weird einfach. Ah, das könnte Junior tatsächlich mit reinspielen, dass das Spiel so hell ist. Da hast du wahrscheinlich recht. I wanna fight that Mario again. That's my boy. Well put, son. The Royal Koopa line is as strong as ever. But for now, let's just rest a while. Eben, dass Bowser überhaupt spricht, ne? Und dann auch noch mit so einer komischen Stimme. Es ist super weird. Ein sehr weirdes Mario. Wahrscheinlich das weirdeste Mario ever. Ja, Galaxy. Ich spiele jetzt. Wir fangen jetzt an mit Galaxy. Und eventuell, wenn wir mit Galaxy durch sind, könnte ich mir vorstellen, dass man vielleicht noch ein bisschen 64 spielt. Aber ich bin mir gar nicht sicher. Weil ehrlich gesagt will ich es nicht auf 100% spielen, weil da gibt es ein paar Missionen, die nerven mich nur. Und ansonsten weiß ich es. Ich bin mir nicht sicher. Mal schauen. Aber jetzt auf jeden Fall Galaxy. Galaxy spielen wir jetzt auch mindestens in den Streams noch durch, so richtig. Und dann schauen wir, auf was ich noch Bock habe. Oder was noch so, ne? Einfach mal gucken. Was für seltsame Geräusche. Finn. Und der Postbote aus Zelda wird jetzt der neue... Gibt's nicht auch einen Zelda-Bösewicht mit Pinsel? Jetzt macht schon langsam alles Sinn. Warum haben Fische eigentlich keine Arme und Beine, wenn Schwimmen doch beides trainieren soll? Speichern! 63. Da haben wir die Hälfte ungefähr, glaube ich, von den maximal verfügbaren.